Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Oben seht ihr das ja schon, wir stehen 9-6 in der Weekend League. Wir haben noch 5 Spiele zu erledigen. Man könnte auch sagen, wir sind jetzt so ungefähr im Halbfinale. 10 Siege sollten natürlich Pflicht sein, ist natürlich logisch. Dann machen wir noch 10 Player-Picks von den 82 plus und dann kommen natürlich die Rewards zum Schluss, Leute. Achso, ja, und MVP habe ich mir gekauft, oben, wenn ihr das seht, ne? Mal so für 1, war eigentlich ein Schnäppchen gewesen für 1,460 oder so. Ja. Ist okay. Also nach der Weekend League werden wir wieder verkaufen. Mal gucken, ob wir den noch mit ein bisschen Gewinn abstoßen können. Gegen Baum, Junge. Dritter, das Ding. Wieder so schlecht. Ja, ich weiß schon wieder, was jetzt ganz genau passiert hier in dem Spiel. Ja, lass mal schön Ronaldo schießen. So schlecht, Alter. Es ist so schlecht. Das darf eigentlich ja nicht passieren, so wird. Ja, klar, er kann an mir dran vorbeirennen, oder was? Ach, come on, ey. Wisst ihr, also willst du mir jetzt erzählen, dass MAP nicht mal mehr schafft, loszurennen, oder was? Da. Er grätscht mich von hinten, Alter. Dann gib ihm noch eine rote Karte, Alter. Na, come on, Alter. Ich kann doch nicht hier drei so eine verkackten Gegentore kriegen. Ja, wirklich gleich hier im ersten Game schon so betrogen hier von EA. Ja. Ich meine, der andere Spieler kann ja nicht dafür. Aber unser tolles EA kann was dafür. Ja, klar, komm hör auf, Alter. Ja, war das geil gespielt, Alter. War das geil gespielt. Minimalziel auf jeden Fall erreicht, aber ich muss mir... Ey, das geht doch ja nicht. Die Tore von dem schon wieder, ja? Das kann eigentlich ja nicht sein, dass solche Dinger jedes Mal rinnen hier. Wenn eine Frau mich immer hört, dann sagt die immer, na, hast du schon wieder Spaß? Ja, ich habe immer Spaß hier, wenn ich FIFA spiele. Ihr kennt das sicherlich auch. Es kann doch nicht sein, dass er hier schon wieder an den Ball rankommt, obwohl er da ja nicht dran sein darf. Hör doch auf zu spinnen. Das kann doch ja nicht wahr sein. Genau so. Na come on, ey. Ist das dein Ernst oder was? Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass das jetzt so passiert ist. Guck mal. MAP und Eto jetzt. Sag doch MAP und Eto. Goodbye, my love. Goodbye, my friend. Oh, ja klar. Ich dreh schon wieder durch, Alter. Ja. Ja, ich hätte ja auch weiterspielen können. Ja, dann hätte ich vielleicht doch noch die 13 geholt. Aber wozu, Leute? Wozu soll man sich hier am Ende noch wirklich noch anstrengen? Also, dass ich die 10 Siege haben will, ja, ist ja okay. Völlig in Ordnung. Und dann haben wir jetzt halt die 11. Aber ich brauche da keine 13 oder 14. Wenn man das mal kriegt, ist das super. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. So, 82 Plus Karten. Damit fangen wir an, Leute. So wie ich es am Anfang gesagt habe. Vielleicht gönntet ihr ja hier nochmal ein bisschen und wir ziehen irgendwas Cooles.
Erstmal hängt das Ganze. Erstmal hängt das hier. Robinson, ja, sowas brauchen wir alles, ja. Sowas brauchen wir hier alles. Ja. Zwei aus drei. Oh, Goretzka, Alter. 95er Goretzka. Oh, nicht schlecht. Ohne Schmerzwert war. Ah ja, 39, immerhin, ja. Immerhin. Oh, nächster. André, okay. 4 aus 5, so. So, ja, 4 aus 5. War nicht so schlecht, ey. Die letzten drei, bevor die Rewards kommen, jo, Barella noch, nicht schlecht, nicht schlecht. Und der letzte von den 82ern, ja, ist okay, 6 Stück gezogen hier, oder? Wieso verkehrt? 1 von 3, 85 plus, let's go. Und es hängt immer noch. Ach schön, Oblak, ja. Ich will keinen Duplikat haben. Ja, dann nehmen wir Schüler. Ist ja auch nicht so schlimm. Fernando. Die? Zack, Rainer. So, jetzt 1 von 3,95. Was dabei? Weg zum Ruhm. Schreib deine Geschichte und Team aus der Tournament. Na dann mal los. 99er Pedri. Es geht doch. Es geht doch. Ja. 500.000. Fette Kiste, Alter. Fette Kiste. Nur Wodka. Ter Stegen. Auch wieder Oblak. Schon wieder Oblak. Ich auf jeden Fall Ter Stegen nehmen, weil... Oh, nee, der ist so klein. Ja, dann nehmen wir Wodka. Wodka. Pedri ist so, ja, aber schießen ist ja kacke. Aber ich habe auch Anita Bonmatti da, oder? Ich muss wieder zurückwechseln auf die 4-3-2-1, ne? Das könnte ich natürlich auch machen. So, gehen wir mal rein in den Shop. Mal gucken, ob das jetzt hier nochmal genauso ein bisschen was gönnt. War eigentlich ganz gut gewesen, der Tag heute hier vom Gönnen, ja? Dafür, dass ich jetzt hier so angekackt wurde von EA. 85x3. Gib mir was. Gib mir was. Schönheit. Politano, ja, ist okay. 90 ist er immer noch okay hier. Der Robo-Transfermarkt. Diese MAP muss ich auch wieder auf den Transfermarkt hauen. So, wo ist der Rest hier? Seltenet und ein Ultimative. Naja. Allison? Jo, Ederson. Ne, Allison, ja. Ederson. Doch, Ederson. Mann, es hängt hier die ganze Zeit. Warum denn? Der ist tatsächlich nur 28.000 wert. Warum denn? Kann man den in eine SPC reinpacken? In der Evolution? Ich sage, das hängt hier die ganze Zeit, Alter. Einen komme ich noch hin. Ja, das ist ja schön. Gut, dann knallen wir MAP noch auf den Transfermarkt wieder. 80 Spiele, 15 Tore. Ja, ja, war okay gewesen. Auch mit Werner spielen lassen. Ich kann euch das ja mal zeigen, wenn ich jetzt hier Werner drin. Ja, anhand der Statistik, ja, ist Werner eigentlich, also hier direkt über mir, Leute. Ja. Ist Werner eigentlich besser. Aber immer ein klein bisschen beweglicher. Aber wie gesagt, ja. So hat er sich ja ins Jahr gespielt. Na, mal gucken, wie gesagt, jetzt habe ich ja noch Pedri. Vielleicht schlägt doch nochmal die Aufstellung nochmal um. Für das nächste Mal. Müssen wir mal gucken. Nächste Weekend League, was wir da überhaupt machen. Alles klar, Leute. Macht es gut.